Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zum nächsten Zockerstars Unboxing Video. Und zwar heute der Serie 1. Haha, zumindest steht hier Series 1 drauf. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das die erste Serie von den Zockerstars ist. Ja, leider habe ich hier jetzt beim Gucken, vielleicht gibt es hier so ein Copyright-Stempel, irgendwas, damit man weiß, aus welchem Jahr die sind. Limited 2012. Waren das jetzt die ersten Zockerstars, die es gab? Ich weiß es nicht. Falls ihr es wisst, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal. Das sind hier die Mannschaften, die, so wie es ausscheint. Und ja, man kann ja schon sehen, wer vorne mit drauf ist. So, das Ganze wurde mir wieder mal zugeschickt von Tilo Top Trading Cards. Ihr kennt es ja schon fast alle. Links unten in der Videobeschreibung einmal zu seinem YouTube-Kanal, einmal zu seinem eBay-Shop und auch zu dem Shop von Jonas Sammelecke. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Dank Tilo ist dieses Video heute möglich. Ich kann wieder ein paar Soccer-Stars öffnen. You get. Also würde mich mal freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt lasst uns anfangen. Auf geht's mit dem ersten Tütchen. Und ja, so, da ist es. Aufreißen kann man die Soccer-Stars immer wunderbar. Hier oben links. Du musst die Tüte an der Lasche ziehen. Kann man das so sagen? Du musst der Tüte an der Lasche ziehen? Keine Ahnung. So, oh, hier gibt es sogar nochmal. Uiuiui. Das hatte ich bisher, glaube ich. Hatte ich das schon mal? Hey, das ist ja mal cool. Eine Übersicht, welche Spieler es gibt. So, hier haben wir jetzt Liverpool. Dann haben wir hier den FC Chelsea. Man United und den FC Arsenal. Ja, das ist ja mal cool. Also Serie 1 wird sich ja schon fast lohnen zu sammeln. Da muss man gar nicht so viel sammeln und man weiß, wie viele es gibt. Das finde ich cool. 4 Mannschaften. Also, das ist ja mal cool. So, und dann schauen wir mal. Die erste Figur. Oh, blauer Boden. So. Oh, man kann es schon erkennen. Es ist Michael Essien. Ja, so sieht er aus. Habt ihr ja gerade alle schon richtig schön auf dem Drehteller gesehen. Blaues Füßchen, das wird Thilo freuen. Das heißt, blau, die sind immer ein wenig limitiert. Der Standardfuß ist grün. Oh, ja, also so limitiert Zockerstars die Spieler mit den Farben des Bodens. Also, das war das erste Tütchen. Schon mal sehr, sehr geil. You girl. Okay, machen wir weiter mit dem zweiten. Und zwar, Michael Essien hatten wir ja gerade. Mal gucken, wen wir denn jetzt haben. Gab es Ballack damals noch? Nein, 2012 hat er schon nicht mehr gespielt, zumindest nicht mehr für Chelsea. So, und. Das haben wir. Ist hier auch wieder so ein Zettel bei, das ist meine erste Frage. Jawohl, also das klappt schon mal gut. In jedem Tütchen ein Beipackzettel bislang und ich mag ja Beipackzettel. Beipackzettel, die Leute, die sich hier meine Ü-Eier-Videos ansehen, wissen, ich stehe auf Beipackzettel. So, wen haben wir? Wer könnte das sein? Es ist Luis, der Beißer Suarez! Mit einem roten Boden. Ist das nicht geil? Ja, mittlerweile wissen wir ja alle, spielt er beim FC Barcelona. Ich hätte ihn jetzt nicht so erkannt. Die Zähne von ihm sind auch nicht so, dass er gleich beißen würde. Naja, doch so ein bisschen. So, also Suarez hier mit dem Roten. Achso, ich habe jetzt den Essien schon weggestellt. Also Serie 1 ist das schon mal megamäßig geil. So, machen wir weiter. Tütchen Nummer 3. Und wen haben wir hier? 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 Wieder einen Beipackzettel. Und dann the next. Achtung, Ladies and Gentlemen, this is Storage! Okay, auch wieder ein roter Boden. Also gibt es hier nur rote und blaue? Oder sind die grün diesmal die limitierten? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, Thiele wird sich freuen über die Figuren hier. Ja, mega geil. Okay, also das war die dritte Figur. Jetzt kommen wir zur vierten.
Da bin ich natürlich auch total überrascht und gespannt, was denn hier drin sein wird. Wie gesagt, hier sind noch OVP. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Hier ist nichts gestellt oder so. Alles echt. So, wen haben wir jetzt? Wieder ein Beipackzettel. Und. Oh. Ein grüner Fuß. Aber wer ist es? Es ist Fernando Torres. Und der spielt ja mittlerweile nicht mehr beim FC Chelsea, sondern, wie wir alle wissen, wieder bei Atletico Madrid. Dort hat er ja, ich glaube, seitdem er 18 war, gespielt. Bis jetzt, wie alt ist er? 31, 32, Fernando Torres? Keine Ahnung, auf jeden Fall spielt er jetzt seit, ja, bei der kleinen Auszeit bei Chelsea war er. Wo war er noch, weiß ich gerade gar nicht. Ist auf jeden Fall wieder zurück bei Atletico Madrid. So, einen haben wir noch. Was für eine geile Ausbeute bislang. Nur bekannte Spieler. Also bekannte Spieler, die ich auch kenne. So, wir kommen hier zum fünften Tütchen von den Soccerstars. So, Tütchen. Beipackzettel auch hier wieder fahren. So, grüner Boden und mit der Rückennummer 9. Blaues Trikot. Ne. Oh. Wieder Fernando Torres. Und, ja. Keine Ahnung. Also, zweimal Fernando Torres. Schade. Warum habe ich den nicht zum Anfang gehabt? Dann wäre es eine richtig geile Steigerung gewesen. Jetzt habe ich hier nur... also das ist die Ausbeute von heute. Für mich Suarez, ich glaube, roter Boden am wertvollsten. Ja, kann ich jetzt aber auch nicht so genau sagen. Die ganzen Figuren waren natürlich auch wieder auf dem Drehteller zu sehen. Jugel. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über eure Daumen freuen. Und vergesst nicht, bei Tilo Top Training Cards und Jonas Sammelecke auf eBay vorbeizuschauen. Denn die beiden Jungs unterstützen mich. So ein bisschen, wisst ihr ja. So, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.